Einfach allein aus diesem Grund. In diesem Raum sind wir aktuell 62 Menschen. 62 verschiedene Erwartungshaltungen, wie dieses Leben verlaufen soll. Auf die ganze Welt bezogen sind wir 8 Milliarden aktuell. 8 Milliarden Menschen mit 8 Milliarden verschiedenen Erwartungshaltungen, wie diese Welt sich ausdrücken soll. Es gab schon Menschen vor uns, es wird Menschen geben nach uns. Aber egal wie hoch die Anzahl der Menschheit auf dieser Erde ist, unabhängig davon, woher wir kommen, da ist etwas sehr, sehr Großes, etwas sehr, sehr Kraftvolles da draußen. So kraftvoll, dass es mir schwerfällt, dieses Bild zusammenzubringen, dass dieses Kraftvolle da draußen auch nur irgendein Interesse daran hätte, die Erwartungshaltung eines Menschen zu erfüllen.